Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bau eines Containerschiffes aus Papier. Es ist eines der Schiffe, die man überall in allen Häfen der Welt finden kann. Ich baue es im Maßstab von 1 zu 250 und beginne mit dem Zeichnen des Schiffes im Computer. Dann drucke ich es aus auf stärkerem Papier und lasse es wenigstens 24 Stunden trocknen, bevor ich die Einzelteile ausschneide. Zum Bau selbst brauche ich nicht viel. Zwei Scheren, Klebstoff und eine Pinzette reichen mir. Hier bin ich bereits mit dem Rumpf fertig und bringe die Bordwände an. Ich habe sie vorher mit Abfallpapier verdoppelt, um eine Verformung zu verhindern. Dann folgt die Ladeluke, die ich einfach gestalten kann, da anschließend Container darauf abgestellt werden. Diese bereite ich hier auf diesem Bild schon einmal vor. Ich habe sie mir aus dem Internet heruntergeladen, auf den Maßstab von 1 zu 250 gebracht und ausgedruckt. Dann folgt die Brücke und die vielen kleinen Teile für das Vorschiff, gefolgt von weiteren Containern. Wie man sehen kann, ist das Modell etwas mehr als 30 cm lang. Zu der Brücke gehören dann noch die Rettungsboote, die verschiedenen Laufgänge und die Masten. Und dann ist das Modell auch schon fertig. Ich habe dafür etwas mehr als eine Woche benötigt. Hier zeige ich euch noch ein Modell eines Frachtschiffes, wie man sie viel auf dem Yangtze in China sehen kann. Auch das Modell habe ich selbst am Computer entworfen, ausgedruckt und zusammengebaut. Damit komme ich auch an das Ende dieses kleinen Berichtes. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss. Und auf Wiedersehen.